Nämlich erstmal gut hören. Soundcheck, Soundcheck, Leute, könnt ihr mich gut hören? Einmal Daumen hoch, wenn es geht. Optimal, optimal. Perfekt, Leute, erstmal freue mich hier zu sein. Madi, erstmal danke für die geile Willkommenheißung, wenn man das so sagen kann. Cool, dass ihr alle Evapi heißt. Ich habe vorhin schon eine Instagram-Story gemacht, das hat noch nie irgendwer gemacht. Ja, ihr seid auch ganz, ganz besonders. Und Leute, ich sehe auf jeden Fall, Madi, einmal kurz, also du hast vorhin gesagt, das ist ein 150-120% Call, oder? Das heißt, hier ist nicht jeder auf diesem Call, sondern wir sind alle auf diesem Call, weil Madi und die Leader mehr Potenzial in die sehen, irgendwas mehr in die sehen als in den anderen, okay? Hier ist nicht die ganze Organisation von Madi dabei, sondern nur ihr. Das heißt, es heißt wohl was, okay? Deswegen lasst uns auf jeden Fall ja, die Erwartungen von Madi erfüllen, die sie wirklich in uns sieht, okay? Und lasst uns unsere Camps anmachen, weil ich sehe, sind auf jeden Fall noch 3-4 Camps, die nicht an sind. Ich weiß gerade nicht, ob du abgemeldet bist, ob es gar nicht geht, ob du gerade auf der Arbeit bist oder nicht. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, deine Cam anzumachen, okay, mach das, okay, verändere das. Verändere deine Präsenz, weil ich kann euch sagen, in meinen ersten Wochen im Network Marketing habe ich immer diesen Einspruch gehört und es hieß, 80% von deinem Erfolg ist abhängig von deiner Präsenz. Ob du zu sehen bist in den Gruppen, ob du zu sehen bist auf Team-Calls mit Cam, okay, ob du auf Team-Treffs dabei bist, auf Meetings, ob du die Tour mitnimmst von deinem Mentor, ob du auf den Conventions dabei bist, auf großen Events, egal worum es geht, okay, sobald man dich kennt, sobald man dein Gesicht öfters und öfters und öfters sieht, erhöhst du automatisch die Wahrscheinlichkeit für deinen Erfolg. Und ich kann dir auch erklären, warum. Weil ich kenne niemanden, der die letzten 3 Jahre konstant jeden einzelnen Teamcall mitgenommen hat, mit Cam und aktiv war, mitgeschrieben hat und vor allem die Dinge umgesetzt hat, die er auf diesen Calls und Teamtrainings und Team-Events gelernt hat, der nicht erfolgreich geworden ist, okay? Und deswegen setze dir einfach nur das Commitment, 3 Jahre lang auf jeden Teamcall zu kommen, auf jedes Teamtreff, egal wo Madi ist, egal wo deine Upline ist, einfach dort zu sein, okay? Einfach Zeit mit der Person zu verbringen. Wie wir wissen, unser Umfeld bestimmt unsere Realität und dein Erfolg ist automatisch realistischer in deinem eigenen Leben, okay? Und damit meine ich, wie gesagt, die Präsenz auf Teamcalls. Ich meine aber damit auch die Präsenz in Gruppen, okay, Leute? Cash KT, Chairman 50 hat damals gesagt, zeig mir deine Gruppenaktivität und ich zeige dir dein Einkommen. Zeig mir, wie sehr du dir auf die Nachrichten reagierst, von den Uplines, auf die Promotions, okay? Es ist etwas, was du hörst, abspielst und dann wegdrückst. Es ist etwas, was du hörst, abspielst und reagierst. Oder gehst du sogar die extra Meile, du hörst, spielst es ab und markierst deine eigenen Leute drauf, die in der Gruppe sind, sodass sie sich auch abspielen können, okay? Weil ich bin damals mit der Gruppe von Ilya immer so umgegangen, als wäre das meine eigene. Leute, ich hatte damals ein Team von 3 Leuten und Ilya hatte damals ein Team von 30 Leuten. Und ich bin mit seiner Gruppe so umgegangen, als wäre das meine eigene. Ich habe mir immer die Frage gestellt, was würde Ilya jetzt tun mit seiner Gruppe? Was hat er gleich vor? Welche Promotion wird er gleich machen? Wird er gleich eine Sprachnotiz reindroppen, wo er Mehrwert teilt? Okay, wird er vielleicht eine Mentorship-Call-Empfehlung droppen? Und wenn Ilya was geteilt hat, weil ich habe mir das Commitment gesetzt, immer einer der Ersten zu sein, die drauf reagieren. Und sogar, manchmal habe ich das Verhalten von Ilya studiert, wie er mit seiner Gruppe umgegangen ist und ich habe gesagt, ich werde früher Guten Morgen reinschreiben als Ilya. Ich werde später Gute Nacht reinschreiben als Ilya, weil ich besser sein will als er. Ich habe mir immer dieses Fundament genommen und versucht, immer besser zu machen als Ilya. Nicht, weil ich unbedingt besser sein wollte als er, sondern weil Ilya die Person war, die in jedem Bereich in diesem Business der Beste war, von dem, was ich gesehen habe. Und ich wusste, wenn ich besser bin als Ilya, bin ich der Beste, den ich kenne. Okay? Und dieses Commitment habe ich mir damals immer gesetzt, mit der Gruppe von Madi so umzugehen, als wäre das deine eigene. Und was wird passieren, sobald du eine Teamgröße hast von 27-20%, 27-150, wirst du ganz genau wissen, wie du mit dieser Gruppe umgehst. Du wirst nicht überfordert sein. Erstmal wachsen wir von der Kompetenz, von den Skillsets, von der Erfahrung und danach wachsen wir von dem Einkommen. Danach wachsen wir von der Verantwortung, von der Teamgröße, oder? Makes sense. Und was passieren wird? Und das nennt sich Duplikation. Wenn du die Gruppe hast von 27-150 oder wie auch immer eine Gruppe sind, okay, kann sogar sein, dass ein paar Leute nicht auf dem Call sind, werden deine Leute, die in dieser Gruppe sind, mit deiner Gruppe so umgehen, als wäre es ihre eigene. Okay, dein Team wird das tun, was du tust. Ganz simpel. Das heißt, wenn du mit der Gruppe von Madi so umgehst, als wäre das deine eigene, wird dein Team mit ihrer Gruppe, mit deiner Gruppe so umgehen, als wäre es ihre eigene. Und das wird dann mit ihren Teams und dann mit ihren Teams und mit ihren Teams passieren. Das heißt, du wirst immer aktive Gruppenchats haben. Noch ein Punkt, Leute.
Wenn jemand hinzugefügt wird in diesem Business, okay, ich lege da so, so, so viel Wert drauf, okay, droppt die Willkommensnachrichten in die Gruppen, ich glaube schon, oder? Nee, macht das, glaube ich, oder? Okay, Leute, aber nicht einfach nur Willkommen, Flamme, Flamme. Leute, wir legen da extrem viel Wert drauf. Das haben wir damals angefangen, vor circa 1,5 Jahren mit meiner Gruppe, wo ich eine Teamgruppe hatte von 50, 100, 200 Mann. Leute, wir verstehen das. Die Tatsache, dass jemand in diesem Business startet, keine Selbstverständlichkeit ist. Ja, für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, weil I am ist ein No-Brainer und so weiter. Aber für die Leute, die starten, ist es keine Selbstverständlichkeit. Du weißt gerade nicht, was sie durchgehen. Vielleicht ist es ihr allerletztes Geld. Vielleicht ist es ihr Erspartnis. Vielleicht ist es die größte Entscheidung, die sie je getroffen haben. Vielleicht haben sie noch nie so ein großes Risiko gemacht. Okay, vielleicht haben sie noch nie ihre Komfortzone so krass verlassen. Vielleicht gehen sie gerade eine schwierige Phase von zu Hause aus durch. Vielleicht werden sie ausgelacht. Sind Opfer von Mobbing. Okay, vielleicht ist der Vater Alkoholprobleme. I don't know, man weiß ja nie, was die Person gerade durchgeht. Deswegen, Leute, wer hat den Spruch schon mal gehört? Celebrate what you want to attract. Okay, das heißt, zelebriere, was du mehr in deinem Leben haben willst. Okay, das sagt David Immunity, Alex Morton. Ja, die großen Champions, sie haben es immer wieder auf Calls gesagt. Und auf Convention, celebrate what you want to attract. Das heißt, wenn jemand per 150 geht, zelebrierst du es so, als wärst du der Chairman. Wenn jemand per 600 geht, zelebrierst du es so, als wärst du der Chairman. Wenn jemand auf die Bühne geht, auch wenn du die Person nicht kennst, auch wenn du den Namen von der Person gerade kennengelernt hast, zelebrierst du die Person gerade so, als wärst du es selber, denn celebrate what you want to attract. Was meine ich damit? Wenn jemand hinzugefügt wird in die Teamgruppe, celebrate what you want to attract. Es sollte eine Selbstverständlichkeit von jedem Einzelnen von uns sein, dass wir ein herzlich willkommen reinschreiben. Und Leute, wir gehen die extra Meile. Wir schreiben nicht herzlich willkommen. Wir gehen die extra Meile, Leute. Wir verstehen, dass der erste Eindruck der wichtigste Eindruck ist. Und Leute, jedes einzelne Mal, wenn jemand hinzugefügt wird, fast immer kommt die Nachricht, wow, ich bin noch nie so in meinem Leben herzlich aufgenommen. Deswegen, Leute, was wir immer sagen, ey, mega cool, dass du da warst. Richtig krass, dass du die Entscheidung getroffen hast, dass du deine Komfortzone verlassen hast. Wir respektieren das so sehr. Wenn du irgendwas brauchst, wir sind gerne für dich da. Okay, willkommen in der Family. Wir lieben dich alle. Ey, wie ist dein Name? Wie ist dein Instagram? Drop's mal gerne in den Chat. Und Leute, folgen der Person auf Instagram. Mach gerne Sprachnotizen. Geht die extra Meile. Dieses trockene herzlich willkommen. Flamme, Flamme, Herz, Herz. Leute, das sehen wir überall. Na, lass die extra Meile gehen. Lass der Person wirklich diese Liebe schenken. Und der Person klar machen, okay, dass es für uns nicht selbstverständlich ist, dass sie gerade diesen Schritt eingegangen ist und vor allem bei dir oder bei deiner Crossline, bei deiner Family die Entscheidung getroffen hat, das Business zu starten. Wenn du dich dazu committest, ich kann es nochmal sagen, wir sagen zum Beispiel immer, richtig geil, dass du diese Entscheidung getroffen hast, ein Risiko eingegangen bist, deine Komfortzone verlassen hast, dass du uns diesen Vertrauen schenkst. Okay, drop mal gerne dein Instagram rein, okay, und dann schenken wir der Person ein bisschen Liebe. Wir machen gerne Sprachnotizen. Wenn du irgendwas brauchst, selbst wenn es noch nicht mal in deinem eigenen Team ist, kannst du dich immer gerne bei mir melden. Oder was wir zum Beispiel sagen, sagen wir mal, irgendein Name hier, oh, ihr heißt alle Iwafi, meine Güte, das ist gerade ein bisschen schwierig, warte, ihr heißt einfach wirklich alle Iwafi, okay, Niki, oder Nisi, ich weiß gar nicht, ob Niki oder Niki, okay, ja, so, sagen wir mal, Niki führt gerade jemanden hinzu in die Gruppe und wir wissen, okay, die Person ist bei Niki im Team, logischerweise, selbst wenn du gerade nicht beim Team von Niki bist, sagst du Folgendes, und zwar, du edifies Niki, du sagst, boah, crazy, du bist bei Niki gestartet, wow, ey, klammer dich einfach an Niki, mach das, was sie dir sagt und glaub mir, dein Erfolg wird kommen in deinem Leben. Ja, und du gibst der Person direkt Mehrwert. Das ist der erste ein. Glaub mir, die Leute lesen sich diese Nachrichten durch. Glaub mir. Okay, ganz ehrlich, wenn du in einen Raum reinkommst und Leute nach deinem Namen schreien, ja, herzlich willkommen, schreien, natürlich versuchst du alles wahrzunehmen. Und vor allem, wenn das aufgenommen wird, schaust du, wie die auch die Reaktion von den Leuten, was jeder Einzelne sagt, weil es endlich um dich geht. Und Leute, ganz, ganz ehrlich, natürlich wollen wir, dass es um uns geht, okay? Ja, der Mensch liebt Anerkennung. Der Mensch liebt, wenn es um sich selbst geht, okay? Es ist einfach so. Lass uns den Menschen einfach diese Anerkennung schenken. Okay, ja, deswegen wollte ich einfach ein bisschen über dieses Thema Präsenz reden, okay, weil es ist wirklich, wirklich wichtig. So Leute, wir kommen jetzt zu Punkten, die extrem relevant sind für euren eigenen Erfolg. Leute, wir sind gerade auf diesem Call und das ist wundervoll. Ja, aber eine Sache, die Matt Rosa immer und immer wieder sagt, each one, teach one. Das heißt, wenn du gerade auf diesem Call bist, es ist sowieso selbstverständlich, dass du mitschreibst, okay, aber schreibe nicht nur mit für dich selbst, aber auch für deine Organisation, okay? By the way, Leute, eine 7 in den Chat, wenn, also bei diesem Tempo, ihr mich versteht, ich weiß, ihr könnt alle nur so Schweizerdeutsch und so weiter, Hochdeutsch lernt ihr nur in der Schule, optimal. Okay, es geht, easy, ich kann auch langsamer reden, ja. Aber wenn man ein bisschen im Flow ist, dann vergisst man es, ja. Aber wie gesagt, each one teach one, das heißt, du bist auf diesem Call, wie gesagt, um selber alles mitzunehmen, aber denk auch an dein Team. Denk an die Probleme, die dein Team hat. Denk an das Mindset von deinem Team und denk dir Folgendes, okay, welchen Punkt braucht mein Team, um aufs nächste Level zu kommen?
Du kannst es umkreisen, du kannst es auf deine To-Do-Liste packen und es für den nächsten Tag oder für heute Abend sogar noch umsetzen, okay? Denn wie gesagt, all diese Dinge sind wundervoll, wenn wir aber nichts davon umsetzen und weitergeben, war es eine absolute Zeitverschwendung, okay? So Leute, wie kommt man in den Flow? Wie kommt man in den Flow? Was verstehe ich unter Flow? Flow heißt für mich persönliches Momentum, okay? Flow heißt für mich persönliches Momentum. Manny Quiñones ist ja damals in Houston gesagt, auf einem Teamtraining, the highest form of momentum is high personal momentum. Wenn du high personal momentum hast, läuft alles gut in deinem Leben. Okay, deine Beziehung zu Gott, deine Beziehung zu deinem Partner, deine Beziehung zu deinen Eltern, vielleicht deine Gesundheit, du fängst an abzunehmen oder sogar zuzunehmen. Okay, du fängst zum Beispiel an, sogar deine Karriere fängt an zu wachsen, du bist im Momentum im Business, in den Finanzen. Sekunde, Dankeschön. So, ja. So. Und in jedem Bereich wächst du einfach, okay? In jedem Bereich hast du Momentum. Und das ist genau das, was wir wollen, weil erstmal lösen wir persönliches Momentum aus und danach in der Organisation, okay? Wie kommt man in diesen Flow rein? Wie löst man dieses persönliche Momentum aus? Isaac Newton, ihr denkt euch, was eigentlich? Isaac Newton, was? Wie kommst du jetzt auf den? Ja, er hat ein Gesetz erfunden, nicht erfunden, er hat ein Gesetz realisiert, okay? Er hat verstanden, dass die Welt ein Gesetz hat, und zwar, das ist das Gesetz vom Momentum. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, und zwar, es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir ein Objekt aufhören können, was sich gerade bewegt. Okay? So, wenn ein Objekt gerade im Momentum ist, sagen wir mal gerade ein Fußball, gibt es zwei Dinge, die passieren müssen, sodass dieser Fußball aufhört, sich zu bewegen. Erste Sache ist, es kommt ein Objekt, was genauso stark ist, was genauso viel Momentum hat und es stoppt auf dem Weg und beide bleiben stehen. Oder Objekt B ist größer als Objekt A, okay? Und es ist stärker und Objekt A fängt an, in die andere Richtung zu gehen. Das war's. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, etwas zu stoppen. Das ist der Grund, wenn ich zum Beispiel meine Hände klatsche, okay, oder einfach nur meine Hände aufeinander lege, weil beide gleich viel Volumen und Masse haben. Meine Hand geht nicht in die andere rein. Es ist unmöglich. Ich sitze gerade auf einem Stuhl und ich gehe nicht in den Stuhl rein. Wisst ihr, warum? Es ist das Gesetz von Newton. Versteht ihr? Weil ein Objekt genauso viel Masse hat wie das andere. So, genauso wie du in deinem privaten Leben ein Objekt bist, was sich gerade bewegt. Richtung A zu Z, Richtung von broke zu chairman, Richtung von unprofitabel zu profitabel. Egal in welchem Bereich, du bewegst dich gerade von A zu Z. Wir sind gerade auf einer Journey und ich gebe dir einfach nur einen Tipp. Wenn du Momentum haben willst in deinem persönlichen Leben, schau, dass du einfach ein Objekt bist, was so groß ist, okay, mit so viel Momentum, mit so viel Volumen und Masse, komme was wolle, no matter what, es wird nicht groß genug sein, um dich zu stoppen. Okay? Es wird nicht groß genug sein, sodass du an Geschwindigkeit abnimmst. Okay? Weil dein persönliches Momentum groß ist und es gibt nichts, was in diesem Leben passieren kann. Leute, ich weiß, das Leben kann manchmal hart sein. Leute, es können manchmal sterben, Leute sterben in unserem Leben. Manchmal kann unser bester Freund gehen. Manchmal kann unser Hund gehen. Wisst ihr, manchmal kann jemand krank werden. Manchmal können von jetzt auf gleich Schulden kommen. Ich weiß, dass das Leben manchmal hart sein kann. Aber selbst wenn du verstehst, dass das Leben hart sein kann, was muss im Leben passieren, dass du die Entscheidung triffst, offiziell aufzugeben? Was muss passieren? In diesem Business geht es nicht darum, intelligent zu sein, ein hohes IQ zu haben. Es geht darum, ein niedriges IQ zu haben. Und zwar ein niedriges I-Quit-Level. Das heißt, komme was wolle, die Antwort darauf sollte sein, nichts. Egal, was im Leben passiert, nichts wird mich davon hindern, erfolgreich zu werden. Nichts. Okay? Selbst wenn Krieg in Europa ausbricht, es wird mich nicht davon hindern, dieses Business weiter aufzubauen. Diese Einstellung solltest du haben, okay? Diese Einstellung solltest du haben, weil ganz ehrlich, wenn du weißt, dass sich nichts vom im Leben davon hindern wird, erfolgreich zu werden, dann wirst du erfolgreich. Dann wirst du irgendwann erfolgreich. Dann ist das Einzige, was dich vom Erfolg hindert, nur noch die Zeit. Und die Zeit vergeht sowieso. Weißt du, die Zeit tut nur eine einzige Sache, sie vergeht. Das heißt, schau, dass die Zeit mindestens auf deiner Seite vergeht, okay? Schau, dass die Zeit auf eine Art und Weise vergeht, dass du was vom Ganzen hast. Okay? Leute, schreibt mal alle gerne mal Belief in den Chat. Schreibt mal gerne Belief, das Wort Belief im Chat. Leute, wenn ich zum Beispiel was zu trinken will, ich sitze gerade abends zum Beispiel um 3 Uhr morgens im Bett, komplett verschwitzt, mir ist heiß und ich brauche was zu trinken, was mache ich? Ich gehe in die Küche, hol mir etwas zu trinken und trinke dort, komme wieder zurück ins Bett. Oder ich komme mit dem Trinken wieder zurück ins Bett, lasse es an meinem Bett und trinke, oder? Warum mache ich das? Weil ich davon ausgehe, dass in der Küche etwas zu trinken ist. Sonst würde ich es nicht machen. Das heißt, Belief kommt erst, oder Aktion kommt erst, wenn Belief erstmal da ist.
Also Aktion ist das Nebenprodukt von Glaube. In anderen Worten, wenn wir nie etwas tun, wenn wir vorher nicht mal dran glauben, okay? Das heißt, du kannst nicht erfolgreich werden und du wirst dementsprechend auch nicht handeln, wenn du vorher nicht glaubst. Erstmal glaubst du und danach tust du, okay? Du gehst auf Toilette, weil du davon ausgehst, dass dort ein Klo ist, okay? Weil sonst würdest du nicht auf Toilette gehen, du würdest wahrscheinlich irgendwo anders hingehen, ins Gebüsch vielleicht, oder? Aber du gehst auf Toilette, weil du weißt, dort ist ein Klo. Du glaubst dran und deswegen handelst du dementsprechend. So Leute, manchmal haben wir das Problem, bei uns selber oder auch im Team, egal. Vielleicht hast du beide Fälle, bei dir selber oder im Team, Leute, die damals gemacht haben, Leute, die damals agiert haben und jetzt ein bisschen weniger. Vielleicht bist du gerade der Fall auf diesem Call, vielleicht fühlst du dich gerade angesprochen. Ich kann dir sogar fast garantieren, dass es nichts mit Faulheit zu tun hat. Es hat hauptsächlich etwas mit Belief zu tun. Okay, der Glaube passt nicht mehr so ganz. Bisher, es ist leicht zu erkennen, wenn jemand weniger macht. Es ist leicht zu erkennen, wenn jemand faul geworden ist. Es ist aber nicht so leicht zu erkennen, wenn jemand weniger glaubt. Also müssen wir es lernen, als Leader die richtigen Fragen zu stellen. Leute, die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens, vor allem im Leadership. Wir müssen es lernen, gute Fragen zu stellen. Wenn wir gute Fragen stellen, bekommen wir gute Antworten. Wisst ihr, das nächste Mal, wenn ich auf Madi zugehe und merke, ey, sie macht ein bisschen weniger, sage ich nicht, Madi, denkst du nicht mehr an dein Warum? Willst du nicht mehr Chairman gehen? Was ist los mit dir? Das sind schlechte Fragen. Was soll Madi darauf antworten? Ja, sorry, was soll sie darauf antworten? So, ich stelle andere Fragen, und zwar, Madi, geht's dir gut? So, hat dir irgendwer irgendwas eingeredet? Hast du aufgehört, an die Firma zu glauben? Hast du aufgehört, an dich selbst zu glauben? Und vielleicht werde ich jetzt anfangen, die Lösung für ihre Probleme zu finden, wisst ihr? Vielleicht musst du dir selber mal diese Frage stellen. Hast du angefangen, anderen Menschen zu viel Gewicht in deinem Leben zu geben? Diese Meinungen, die versuchen, dich von außen zu fressen. Okay, diese Meinungen, die versuchen, deine Vision zu stillen. Okay, jetzt ist deine Vision nicht mehr so klar wie damals. Vielleicht ist es bei deinem Team so. Und wenn du merkst, dass dein Team nicht mehr so krasses Belief hat wie damals oder wenn du sie noch nie krasses Belief gehabt haben, das ist kein Problem. Du kannst den Glauben von deinem Team erhöhen. Okay, Leute, viele machen den Fehler im Network Marketing, dass wenn jemand zum Beispiel im Team kurz vor einem Rang ist, sagen wir mal, du hast jemanden in deinem Team, er ist kurz vorm P600, ihm fehlen 3 Leute, okay? Viele machen den Fehler, rufen die Person an, ey Bro, dir fehlen 3 Leute, mach mal dann. Wie kann ich dir helfen? So, mach mal dann. Meinst du nicht, dass die Person weiß, dass die 3 Leute fehlen? Du machst nur noch mehr Druck. Es bringt nicht viel. Weißt du, wie du der Person helfen kannst, näher an den Rang zu kommen? Du redest nicht über Zahlen, du sagst einfach Folgendes. Sagen wir mal, Madi ist 30 Leute vom Chairman 10, okay? So, anstatt dass ich sage, Madi, du bist 30 Leute vom Chairman 10, mach mal dann jetzt. So, das hilft Madi nicht unbedingt weiter. Sie will es ja sowieso schon dann machen. Ich sage Folgendes, Madi, schau mal. So, bis jetzt, seitdem ich dich kenne, habe ich noch nie ein Hindernis in deinem Leben gesehen, was du nicht bestehen konntest. Weißt du, ich glaube so krass an dich. Du hast so ein wundervolles Team. Du hast so viel Potenzial in dir. Du kannst Menschen so gut überzeugen. Wenn du redest, veränderst du etwas im Leben der Menschen. Okay, und glaub mir, 30 Leute jetzt in einer Woche, das haben wir doch schon mal gemacht. So, das kriegst du sicherlich hin. Das heißt, ich habe jetzt einfach einen Samen von Glauben in Madi implementiert. Und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit höher, weil sie jetzt an sich glaubt. Weil sie sich jetzt denkt, wow, Daniel glaubt an mich. Ich kann ihn nicht enttäuschen. Wisst ihr, was ich meine? Okay, deswegen, dadurch, dass wir den Glauben von jemandem erhöhen, erhöhen wir automatisch die Aktion von der Person. Das heißt, wenn du jemanden hast, der vielleicht faul ist oder bei dir selber, weißt du jetzt, was die Lösung dafür ist, verändere den Glauben, okay? Schenk der Person Belief, okay? Rede Positives ein, weil ganz ehrlich, wir können entscheiden, ob wir an Positives oder Negatives denken, ja? Warum nicht an Positives denken, oder? Das gibt doch Sinn, das Leben ist kurz. So, wie können wir selber als Leader unser Glaube erhöhen? Weil manchmal haben wir nicht jemanden, wisst ihr, der uns das ständig einredet. Und wir müssen es auch lernen, selbstständig zu sein. Wir müssen lernen, mit den Dingen zu arbeiten, die uns gegeben wurden. Und Leute, dazu kann ich euch einfach nur sagen, es gibt 3 Arten von Menschen, mit denen wir Zeit verbringen jeden Tag. Okay? Die erste Art von Menschen, das sind deine Mentoren, deine Vorbilder, deine Uplines. Okay? Die zweite Art von Menschen sind die Menschen, die ungefähr auf dem gleichen Stand sind wie du. Wie zum Beispiel die Leute vielleicht auf diesem Call, die Leute, mit denen du hustelst im Büro, okay, die Leute, die vielleicht nicht so in deinem Team sind, aber deine Crosslines, die vielleicht den gleichen Rang haben und so weiter und so fort. Okay, das sind die Leute, die ungefähr auf dem gleichen Stand sind wie du. Und dann hast du die dritte Art von Menschen, die Leute, für die du Person 1 bist, also für die du der Mentor bist, für die du das Vorbild bist, okay, du die Upline bist, okay, die Leute, die du hochziehst. Das heißt, du hast Menschen, die dich hochziehen, Menschen, die sich gegenseitig hochziehen und dann hast du Leute, die du hochziehst, okay? Verstanden, yes or yes. So,
Den Fehler, den viele von uns machen, den Fehler habe ich 1,5 Jahre in meinem Business gemacht. Und zwar, ich habe 90% meiner Zeit mit Art Nummer 3 von Menschen verbracht. Das heißt, ich habe 90% meiner Zeit mit den Menschen verbracht, die ich hochziehen musste. 5% der Zeit mit den Menschen, die wir uns gegenseitig hochgezogen haben. Und 5% der Zeit Menschen, die mich hochgezogen haben, meine Mentoren. Das ist falsch. Weil du wirst irgendwann an einem Punkt stehen, wo du nicht mal selber inspiriert bist, um andere Menschen zu inspirieren. Du wirst irgendwann an einem Punkt stehen, wo du selber Hilfe brauchst. Wie sollst du dann andere Menschen helfen? Okay? Wenn man in den Flieger einsteigt, wer ist schon mal geflogen? Wenn man in den Flieger einsteigt, was sagen die immer? Wenn die Masken runterkommen von der Kabine, erstmal selber Maske aufziehen und dann jemand anderen geben. Nicht den Kindern helfen, nicht dem Gelähmten helfen, erstmal selber und dann dem anderen. Warum? Wie willst du deinen Kindern helfen? Wie willst du deinem OP helfen, wenn du selber keine Luft bekommst, oder? Makes sense. Okay. Deswegen erstmal selber helfen und dann anderen Menschen zu helfen. Das heißt, wir brauchen ein Gleichgewicht in dem Bereich. 33% unserer Zeit verbringen wir mit den Menschen, die wir hochziehen. Okay? 33% der Zeit verbringen wir mit den Menschen, die auf dem gleichen Stand sind wie wir. Und 33% der Zeit verbringen wir mit den Menschen, die uns hochziehen. Bis sie, wenn wir plugged in sind, okay? Jeder gute Leader, egal welcher Name dir einfällt, ein Matt Rose, ein Ilya Zubix, ein Jan Mundalo, egal wer. Jeder guter Leader ist auch ein guter Follower. Warum? Jeder guter Leader hat Menschen, die über ihn stehen, die ihn inspirieren. Hat Menschen, die über ihn stehen, von denen sie lernen. Menschen, die über ihn stehen, die ihm dabei helfen, den Weg zu gehen, oder? Jeder. Jeder. Okay? Jesus hatte auch seine Leader. Ja, Jesus hat immer auf Gott gehört. Sehr. Ja. Und deswegen müssen wir verstehen, wenn du ein guter Leader sein willst, musst du es auch lernen, gleichzeitig ein guter Follower zu sein. Also, wenn du anderen Menschen helfen willst, sei plugged in. Schau, dass du jeden Tag Persönlichkeitsentwicklung betreibst. Ihr müsst es mir nicht sagen, und das ist auch nicht meine Intention, aber ich weiß zu 100%, dadurch, dass ihr mir gerade zuhört seit den letzten 20 Minuten, ihr glaubt mir auch nicht selbst. Glaub mir, ich weiß es. Ihr müsst es mir nicht sagen, ich weiß es. Ja, ihr denkt, dass der Chairman einfacher geworden ist für euch. Ihr habt irgendwie das Gefühl, dass die Probleme in eurem Team einfacher geworden sind. Warum? Weil ihr inspiriert seid. Weil ich die Inspiration, die in mir steckt, euch weitergebe. Die ich aber nicht von mir habe, ich habe sie von woanders geholt. Wisst ihr? Das heißt, ich hole meine Inspiration von wem anderen, weil ich auch ein guter Follower bin und gebe es weiter. In der Bibel steht, durch dich wird lebendiges Wasser, wie steht es mal? Durch dich wird lebendiges Wasser fließen. Genau, lebendiges Wasser. Damit ist gemeint Einfluss, Mehrwert, Inspiration. Okay? Deswegen sei eine Quelle, okay? Sei eine Person, die plugged in ist, eine Person, die plugged in ist an einer Source, an einer Quelle, von der du die Informationen herholst, die du einfach weitergeben kannst, okay? Das ist so wichtig. Jason Brown sagt immer selber, trockne nicht aus als Leader. Was verstehe ich darunter, nicht auszutrocknen als Leader? Wenn wir zum Beispiel daran denken, wie eine Blume austrocknet, sie hat keine Nährstoffe mehr, wisst ihr, sie braucht Wasser, sie braucht Mineralien, sie braucht Sonne. Okay, sie braucht all diese Dinge, aber sie hat es nicht mehr. Deswegen trocknet sie aus. Trockne nicht aus als Leader. Schau, dass du immer plugged in bist, dass du deine Mineralien bekommst, dass du deinen Belief bekommst, dass du deine Inspiration von einem Mentorship-Call bekommst, von einem Buch, von jemandem, der erfolgreich ist im Network-Marketing, von einem Podcast, einem Hörspiel. Schau, dass du immer plugged in bist. So wie wenn eine Blume immer in der Wurzel ist und sobald die Wurzel gerissen wird, stirbt die Blume. So musst du auch sein plugged in an die Mentorship-Calls. An die Team-Calls, okay? An Muddy, an deine Uplines, okay? Und du wirst merken, dass es anfängt so zu laufen und du wirst nicht austrocknen als Leader. Warum ist es wichtig, dass wir nicht austrocknen als Leader? Leute, ich habe keinen Respekt vor Menschen, vor Leadern, Chairmen sogar, die auf jede Antwort oder auf jede Frage eine ähnliche Antwort haben. Ich habe nicht so großen Respekt davor. Leute, Managers leaden jeden gleich, okay? Managers lead everyone the same. Leaders lead, everyone different. Du wirst Leute haben in deinem Business, die sind introvertiert und dann wirst du Leute haben, die sind extrovertiert. Du wirst Leute haben, die sind selbstständig, sehr, sehr selbstständig und dann wirst du Leute haben, die brauchen deine Hilfe. Du wirst Leute haben, die Anweisungen brauchen und Leute, die einfach so machen und die fragen dich, ob es gut ist. Okay, du wirst Leute haben, die zum Beispiel viel Spaß machen und dann hast du Leute, die viel zu wenig Spaß machen. Okay, du wirst verschiedene Arten von Menschen haben in deinem Business. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist da mit jedem gleich umgehen. Das ist nicht richtig. Du musst lernen, dich an Menschen anzupassen. Leute, ich bin manchmal ein großer Bruder in diesem Business. Ich bin manchmal ein Postbote in diesem Business. Ich bin manchmal eine Mutter.
Ich bin manchmal auch der Vater. Ich habe manchmal nicht nur Frauen, ich habe sogar Männer, Jungs, die zu mir kommen und sagen, Daniel, ich muss mit dir reden. Sie spucken die ganze Zeit nur ihre Probleme raus, ihre Negativität. Nach 15 Minuten sagen sie, Daniel, danke, dass du zugehört hast, mir geht schon viel besser. Und ich so, cool, ja, mir geht's gleich. So, cool. So, manchmal musst du die Schulter sein für die Person, die gerade weinen muss. In diesem Business, es gibt so viel Variety, sagt man das auf Deutsch? Abwechslung, ja, es gibt so viel Abwechslung, okay? Ja, es gibt so viel Abwechslung, deswegen musst du lernen, wie gesagt, nicht wie ein Manager jeden gleich zu leaden, sondern wie ein Leader jeden anders zu leaden, dich an die Leute anzupassen. Und das kannst du nur, wenn du viel Mehrwert hast. Weil wenn du ständig einem Jason Brown zuhörst, einem Matt Rosa, einem Julian Kushner, einem Alex Morton, einem Christopher Terry, wenn du ständig diesen Menschen zuhörst, wächst dein Wissen. Okay, und manchmal hörst du Dinge, wo du denkst, okay, das wird vielleicht, werde ich vielleicht nur ab P2, P5 brauchen. Und dann hast du plötzlich dieses eine Problem, diese eine Frage, die von deinem Team kommt. Und dadurch, dass du den Mentorship Call damals gehört hast, kannst du diese Frage beantworten. Und glaub mir, den Respekt, den dein Team vor dir hat, die Autorität, die du rausstrahlst, wächst, je mehr Mehrwert du in dir trägst. Leute, alle Namen, die euch einfallen, alle Namen in diesem Network-Marketing-Business, innerhalb von einem Master Academy, alle Namen, wo ihr Respekt davor habt, vor dieser Person, das sind alle Leute, die viel Mehrwert haben. Alle. Es gibt kein Gegenteil. Ihr könnt mir nichts anderes beweisen, weil es ist so. Ihr habt nur Respekt vor den Leuten, die viel Mehrwert haben in sich. Okay? Weil je mehr Mehrwert du in die trägst, umso mehr Respekt hast du vor Menschen. Jetzt wird es interessant, weil in diesem Business geht es um Erhebung. Es geht um exponentielles Wachstum. Sonst würden wir ja nicht Network Marketing, Trading, Kryptowährung machen, oder? Sonst würden wir ja 9-to-5-Job arbeiten. Wir wollen exponentielles Wachstum. Leute, wenn wir uns selber entwickeln, okay, ich habe gerade die ganze Zeit darüber geredet, dass wir uns selber entwickeln sollen. Wenn wir uns selber entwickeln, fügen wir zu unserem Erfolg hinzu. Bitte schreibt euch das auf. Das ist sehr, sehr wichtig. Das kann dafür sorgen, dass ihr in einem Jahr nicht P2 seid, sondern in einem Jahr Chairman seid, okay? Wenn du dich selber entwickelst, fügst du zu deinem Erfolg hinzu. Wenn du deine Organisation entwickelst, multiplizierst du zu deinem Erfolg. Ich kann es nochmal sagen. Wenn du dich selber entwickelst, fügst du zu deinem Erfolg hinzu. Wenn du deine Organisation entwickelst, multiplizierst du zu deinem Erfolg. Es ist wundervoll, dass du glaubst. Weißt du, es ist wundervoll, dass du selbstbewusst bist, dass du weißt, wie man Dinge macht. Bring dich aber nicht so weiter, wenn dein Team es nicht weiß. Wenn dein Team nicht so krass glaubt wie du. Du musst schauen, dass dein Team das gleiche Mindset hat, die gleiche Kompetenz, so gut einladen kann, so gut edifyen kann, so gut Story erzählen kann, so gut closen kann, wie du es kannst, wenn nicht sogar besser. Okay? Das ist der Sinn in diesem Business. Zu schauen, dass du Menschen entwickelst. Je besser du Menschen entwickeln kannst, von der Denkweise, von der Mentalität, weißt du, von den Skillsets, von dem Selbstbewusstsein, von dem Selbstbild, je besser du das kannst bei Menschen, umso mehr Geld wirst du verdienen. Automatisch. Automatisch. Okay? Das ist Leadership. Leadership bedeutet, dass du Menschen an einen Ort bringst, wo sie zuvor noch nicht waren, sie sind aber dankbar dafür und sie sind nur dort wegen dir. Das ist Leadership. Okay? Ich kann es nochmal sagen. Leadership bedeutet, dass du Leute an einen Ort bringst, wo sie zuvor noch nicht waren und sie sind nur dort wegen dir. Okay? Sonst wären sie nicht dort. Vielleicht hast du Leute in deinem Business, die nicht auf dich hören. Drop mal eine 7 in den Chat, wenn du Leute hast in deinem Team, die nicht auf dich hören. Es gibt zwei Möglichkeiten, weshalb Menschen nicht auf dich hören. Also zwei Gründe, weshalb Menschen nicht auf dich hören. Zu 100% ist es eins von beiden. 100%. Grund Nummer eins, okay, die Ernsthaftigkeit, die du in diesem Business hast, ist gesunken. Okay, du bist nicht mehr so professionell. Und du bist deinem Team viel zu nahe gekommen, okay? Ja, Leute, build friends and make money, you know how it is. Es ist geil, mit den Freunden ein Geschäft aufzubauen, aber man muss lernen, Freundschaft mit Business zu trennen. Nicht beides miteinander zu mischen, sondern Freundschaft mit Business zu trennen, okay? So, manchmal wirst du die Upline sein, die Real Talk geben muss, auch wenn es dein bester Freund ist, du musst Real Talk geben, okay? Und da bist du nicht der Freund, da bist du die Upline. Und manchmal ist irgendwas mit der Familie los, die Person braucht Geld, die Person glaubt nicht mal an sich selbst und du musst der Freund sein, okay?
Ja, es ist ein großer Unterschied. Und du musst lernen, das zu unterteilen, okay? Das ist ein Skillset, das kannst du nicht von Anfang an. Es gibt Menschen, die können es besser am Anfang, es gibt Menschen, die können es nicht so gut, aber mit der Zeit wirst du besser darin. Eine Sache, die ich in London 2019 gehört habe, 2020 gehört habe von André Alves, zu dem Zeitpunkt Chairman 10 gewesen aus Portugal. Okay, André Alves hat gesagt, sei nah genug an deinem Team, um dich mit ihnen zu identifizieren. Sei nah genug an deinem Team, um dich mit ihnen zu identifizieren. Sei aber weit genug, um sie zu inspirieren. Okay? Sei nah genug, um dich mit ihnen zu identifizieren, aber weit genug, um sie zu inspirieren. Das heißt, du willst an einen Punkt kommen, wo du so nah an deinem Team bist, dass Leute sehen, du bist ein normaler Mensch. Du bist nicht mehr schlauer, hübscher als sie, egal was. Du bist ein normaler Mensch und du bist einfach nur länger im Business und hast einfach nur mehr Absagen, mehr Arbeit reingesteckt als sie. Das willst du, okay? Und du willst so nah sein, dass du ihre Probleme kennst, ihre Warums kennst, ihre Eltern kennst, den Ort kennst, wo sie arbeiten. So nah willst du sein. Du willst aber auch so weit sein, okay, dass Leute denken, wow, eines Tages will ich wie diese Person sein. Eines Tages will ich wie Madi sein. Irgendwie, er ist immer bei uns, er geht mit uns Döner essen, er geht mit uns Suppe essen, er schläft mit mir auf dem Boden, aber ich will immer noch trotzdem sein wie er. Das musst du schaffen. Das ist nicht einfach, aber das schaffst du mit der Zeit. Okay? Und ich persönlich finde, Madi hat das sehr, sehr gut gemacht. Okay? Deswegen, Leute, wie erhöhen, sorry, das war Grund Nummer eins, okay? Das heißt, du bist viel zu nah gekommen und der Einfluss ist gesunken. Okay? Die Ernsthaftigkeit im Business ist nicht mehr so krass da. Du gehst mit dem Business wie ein Hobby um. Du hast einfach Scheiße gebaut und das ist okay. Wir machen Fehler und aus diesen Fehlern lernen wir. So, du kannst es noch retten. Und zwar, wie rettest du das? Und zwar, du hast sicherlich noch Leute, die auf dich hören. Du hast Leute, die nicht auf dich hören, aber du hast immer noch Leute, die auf dich hören. Sind vielleicht die wenigsten. Was machst du? Du arbeitest nicht mehr so krass mit den Leuten, die nicht auf dich hören. Du arbeitest mehr mit den Leuten, die auf dich hören. Und jetzt machst du Folgendes. Und zwar, du vergewisserst dich, dass die Leute, die auf dich hören, Rank-Ups kreieren. Dass sie Momentum haben. Dass sie Rekorde brechen. Und hier sind diese Leute, ja, sie machen Party, Rank-Ups nach Rank-Ups, Shoutouts nach Shoutouts, überall Willkommensnachrichten und so weiter und so fort. Okay, und hier sind diese Leute, die mit dir arbeiten, die auf dich hören. Und hier sind die Leute, die nicht auf dich hören. Und diese Leute werden sich denken, Moment mal, irgendwie gibt es, glaube ich, doch Sinn, auf diese Person zu hören, weil irgendwie tun sie das und irgendwie klappt es die ganze Zeit. Okay, wir fangen jetzt auch an, auf die Person zu hören. Und boom, jetzt hast du ein ganzes Team, was auf dich hört. So, jetzt Grund Nummer zwei, weshalb Menschen auf dich hören. Und bei diesem Grund können wir leider nichts machen. Und zwar, die wollen nicht erfolgreich werden. Ja, du wirst Leute haben in deinem Team, die nicht erfolgreich werden wollen. Und das ist Tatsache. Die Leute habe ich auch noch. Und ganz ehrlich, irgendwann kommst du an den Punkt, wo dein Team so groß ist, dass du nicht mehr mit diesen Menschen zusammenarbeiten musst. Weil wenn sie nicht erfolgreich werden wollen, musst du ja auch nicht unbedingt deine Zeit dort reinstecken. Weil ganz ehrlich, ich rede ungern mit einer Wand. Ich rede gerne mit Menschen, die mir zuhören. Bisher. So, und man kann ein Pferd ans Wasser bringen, aber trinken muss es selber. So, dieses Pferd kann von mir aus von der Wüste gerade kommen, verdurstet, okay, so komplett ausgetrocknet. Wenn ich es an Wasser bringe, Wasser zeige, hier, trink. Es ist immer noch die Entscheidung vom Pferd, ob es trinkt oder nicht. Yes or yes. Das Pferd kann immer noch entscheiden, ob es trinkt oder nicht. Du hast Leute, die in deinem Team broke sind. Ihre Eltern sind in Schulden, sie hassen ihren Job, sie wollen mehr reisen, sie wollen vom Handy aus Geld verdienen, aber sie setzen es immer noch nicht um. Denk an diesen vertrockneten Pferd, okay? Ja, das ist ein perfektes Beispiel. Das heißt, du kannst da nicht mehr viel machen. So, wenn das Pferd nicht trinken will, was willst du machen? Eine Waffe am Kopf halten oder so? Ja, es wird vielleicht immer. Es gibt nicht mehr, was man machen kann. Deswegen verschwende deine Zeit nicht mit diesen Menschen. Okay? Ganz wichtig. So, nächster Punkt, auf den ich eingehen will. Wow, 45 nach schon, auf jeden Fall. Ja, jeder einzelne von euch ist für irgendwas bekannt. Wenn ich an einen Ilya Zubix denke, ist er bekannt für er ist bekannt für seine Humbleness, für seine Dedication, okay, für seine Work Ethic. Wenn ich an einen Jason Brown denke, wow, so ein krasser Leader, so viele Menschenleben beeinflusst. Wenn ich an einen Matt Rosa denke, absolut krasser Speaker. Wenn ich an einen Alex Morton denke, wow, so viel Mehrwert, ja, so viel Einfluss auf Menschen, der hat, Alex Morton, so. Mit einer Stunde kann er so viele Berge bewegen im Kopf einer Person. Der kann so viel Belief an einer Person schenken, finde ich, Alex Moore. Ja, jeder ist irgendwie für etwas bekannt. Ich kann euch sagen, Leute, jede einzelne Person, die ich in diesem Business kenne, die erfolgreich geworden ist, hat eine Sache getan und zwar, sie hat verdammt hart gearbeitet. Sei für deine Work Ethic bekannt. Wenn jemand dich edified, okay, wenn jemand dich edified auf einem Team Call, auf einem Follow-up, auf einer Präsi, schau, dass du der Person vorher gezeigt hast, dass du verdammt hart arbeitest, dass die Person das im Edifying sagen wird. Okay? Sag mir einen Namen von einer Person, die erfolgreich geworden ist auf diesem Planeten, sei es in der Musikindustrie, in der Sportindustrie, in der Modeindustrie,
im Business, die nicht diszipliniert ist, die nicht hart gearbeitet hat. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Und Leute, jetzt kommt die Sommerzeit. Jetzt kommt die Zeit, wo der Fokus tendiert zu vergehen. Es wird heiß. Man will an den See. Man will zum Schwimmbad. Sagt man das Schwimmbad bei euch? Glaube ich nicht. Ne? Ich glaube, ihr habt ein anderes Wort dafür, oder? Ja, egal. Nee. Ja, okay. Die nicken, also Schwimmbad, okay, easy. Ja, Body, okay, easy. Ich wusste, dass ein anderes Wort dafür hat. Ja. Okay, diese Dinge, ja, und glaub mir, mit großem Verzicht ist ganz, ganz großer Erfolg. Sorry, mit großem Erfolg ist ganz, ganz großer Verzicht erwartet. Ist selbstverständlich. Und dazu kann ich rede sehr viel von Ilja, weil Ilja einfach eine miese Inspiration ist, okay? Leute, ich kann mich erinnern, Sommer 2019, Sommer 2020 und Sommer 2021. Dieser Junge war nicht zu sehen draußen. Er war, wenn er draußen zu sehen war, war er auf Tour, auf Events, irgendwo gespeakt, irgendwo Meetings gemacht. Das war's. Sonst war er nicht raus, um an den Strand zu gehen. Sonst war er nicht raus, um irgendwie feiern zu gehen oder das gute Wetter zu genießen. Leute, dieser Junge war blass. Er hätte rausgehen können, um Calls zu machen, aber das hätte seinen Fokus genommen. Es hätte seine Zeit genommen. Ja, der Bildschirm wäre viel zu dunkel gewesen. So, ihr kennt es selber. So, wenn man draußen ist mit iPhone, so, man sieht nichts, weil die Sonne viel zu hell ist und so weiter. Man kennt es, okay? Dieser Junge war einfach draußen. Okay? Und ich habe mich einmal gefragt, Bro, warst du diesen Sommer einmal unterwegs? Und er meinte, ja, ich war einmal unterwegs mit meiner Kirche, okay, mit den Leuten, also mit meiner Gemeinde war ich unterwegs. Wir haben dort gegrillt und so weiter, aber von dort aus habe ich gearbeitet. Und einmal wollten meine Eltern mit mir rausgehen im Sommer und ich habe Nein gesagt und es hat verdammt wehgetan. Es hat verdammt wehgetan, Nein zu sagen zu meinen Eltern, weil ich unbedingt Zeit mit ihnen verbringen wollte. Und dann hat die gesagt, und da war ich schon Chairman 10. Und dann hat er gesagt, weißt du, Daniel, damals hat es verdammt wehgetan, meinen Eltern im Sommer Nein zu sagen. Jetzt fühlt es sich verdammt gut an, zu sagen, ihr könnt auf die Malediven fliegen, ich bezahle alles. Wenn das für dich kein Klickmoment ist, wenn das für dich kein Grund ist, jetzt hart genug zu arbeiten, in diesem Sommer zu Hause zu bleiben, ja, Arschwasser und so weiter. Sagt ihr Arschwasser so, wenn Arsch fängt richtig anfängt zu schwitzen und so weiter? Ihr wisst, wie ich meine, so, es ist absolut stickig im Raum. Wollen wir ein bisschen frische Luft? So, ey, bleib zu Hause, trust me. Ihr könnt hier und da ein bisschen Vitamin D tanken, so, verstehe mich nicht falsch, aber ey. Mit einem großen Erfolg ist ganz, ganz großer Verzicht erwartet. Und das ist eine Garantie. Willst du eine Garantie hören auf diesem Call? Eine Garantie. Ich verspreche es dir. Wenn du in diesem Sommer die Person bist, die am härtesten arbeitet, am meisten verzichtet, wirst du im Winter sein, die Person, die am meisten Rank-Ups hat. Garantie. Handgegeben. Ich kann dir das versprechen. Versprochen. Ich bin seit 3 Jahren in diesem Business. Jedes einzelne Mal hat sich das bestätigt. Jedes einzelne Mal. Okay? Ich hab Hand drauf gegeben. Es ist aufgezeichnet. Okay. Wenn du jetzt hart arbeitest in diesem Sommer und im Winter keine Rank-Ups hast, ich gebe dir 100 Euro. Okay? Oder 100 Franken. Lieber 100 Euro. Lieber 100 Euro. Franken ist zu viel. Okay, ich mache nur Spaß, Leute. Aber ihr versteht den Punkt. Deswegen, Leute, lasst uns wirklich ganz wählerisch sein mit unserem Umfeld. Okay? Was ihr machen könnt, sodass es ein bisschen einfacher wird im Sommer. Ihr könnt rausgehen, aber mit Leuten, die im Business sind. Ihr könnt rausgehen, um euch 18 Uhr jeden Tag die Session von Silas live schauen, zusammen mit euren Leuten. Irgendwo in einem Büro oder irgendwo, wo es kühl ist. Wisst ihr, da könnt ihr rausgehen, zusammen hustlen, traden und so weiter und so fort, Calls machen. Das könnt ihr machen. Ihr könnt rausgehen, um auf Events zu fahren. Ihr könnt rausgehen, um auf Teamtraining zu fahren und so weiter und so fort. Okay? Aber es soll nur businesstechnisch sein. Ganz ehrlich, Leute. Leute, ganz ehrlich, ich war mit Sophia verlobt und wir hatten unseren ersten Date. Ein Tag, seitdem wir verlobt waren. Und das war ihr Geburtstag. Das war ein Tag nach unserer Verlobung. Und das war in Portugal. Wisst ihr, lieber verzichte ich auf die Dates im dreckigen Deutschland, wo alles kalt ist, wo es regnet, dass ich dafür nach Portugal auswandern kann und jeden Tag mit ihr ein Date haben kann. Oder? Lieber verzichte ich auf die Zeit, während wir uns kennenlernen und wir machen keine Dates, sodass, wenn wir verheiratet sind, wir reisen können wie kein anderer. Oder? Deswegen, it makes sense. Ja, wie wir immer sagen, it will always be worth it, okay? The sacrifice will be worth it. Es ist wirklich so. Und Leute, wenn wir heute nicht 100% geben, okay, wenn wir heute nicht wirklich richtig, richtig Gas geben, diesen Sommer, Leute, unser Team wird das, was wir gut tun, nie so gut tun wie wir. Und das, was wir schlecht tun, umso schlechter tun als wir. Ich kann es nochmal sagen. Unser Team wird das, was wir gut tun, nie so gut tun wie wir. Und das, was wir schlecht tun, umso schlechter tun als wir. Von dieser Erwartung, von dieser Annahme musst du von dieser Annahme ausgehen. Du musst davon ausgehen, weil glaub mir, es ist so.
Okay, Leute, erst ab P5000, erst heute kann ich sagen, dass ich Lieder habe, die besser sind als ich. Erst heute kann ich sagen, dass ich einen Chris Lehmann habe, einen Paul Kaiser, einen Jonas Rauf. Leute haben die, boah, die sind so talentiert, die arbeiten so hart, die inspirieren mich selber. Manchmal, ich denke mir so, damals dachte ich mir so, boah, ich bin der Einzige, der was in meinem Team macht. Heute denke ich mir so, boah, ich muss langsam mehr machen, weil mein Team outworkt mich. Ja. Ja, ich kann es nochmal sagen. Dein Team wird das, was du gut tust, schlechter tun als nicht so gut tun wie du. Sorry. Dein Team wird das, was du gut tun, nicht so gut tun wie du. Und das, was du schlecht tust, also die Fehler, die du machst, da, wo du richtig reinscheißt, okay, das werden die sogar schlechter machen wie du. Okay, von dieser Annahme musst du ausgehen. Ja. Und ich wollte einfach nur als allerletztes etwas sagen. Und zwar, Leute, für mich, es war ein Klickmoment. Die Leute, die auf dem EWAP-Event dabei waren, ja, ich weiß, viele waren müde, es war sehr viel Trading Call und so. Ja, wie wir für Anthony Perez Welle gemacht haben, es war so geil. Ich fand schade, dass wir nicht so viel Welle gemacht haben für Evan und Jay. Weil Leute, ich kann euch sagen, Evan und Jay, diese Jungs hatten keinen einzigen Cent, dass sie von Amerika nach Deutschland geflogen sind. Sie hatten keinen Vorteil. Man hätte sagen können, ja, Daniel, die sind extra hierhin gekommen, um Leuten zu zeigen, wie geil TBX ist, sodass sie mehrere Zuschauer haben auf ihren Sessions. Weil je mehr Zuschauer du hast, umso mehr Geld verdienst du bei GoLive. Würde ich sogar verstehen. Leute, Jay Aval traded Binary Options, ist verboten in Europa. Jay Aval, wenn du jetzt auf GoLive gehst und versuchst, Jay Aval zu finden, du wirst ihn nicht finden. Geht nicht. Das heißt, die Jungs hatten nichts davon. Nichts. Die sind nicht in ihrem Team. Okay, sie haben einfach nur Maurice Sommer einen Gefallen getan. Sie haben mir einfach nur einen Gefallen getan. Und Leute, sie sind 24 Stunden unterwegs gewesen von Amerika. Sie sind von Miami nach New York geflogen, von New York nach Paris. Und sie wollten dann von Paris nach Stuttgart, weil es keinen Direktflug gab von Miami nach Stuttgart. Okay, all das nur für uns. Als sie in Paris, als sie in New York waren, ihr Flug hatte viermal Verspätung. Viermal. Sie haben im Flugzeug gepennt und am Flughafen. Sie haben die ganze Zeit Kaffee getrunken, irgendwelches Flughafenessen gegessen, irgendwelches Flugzeugessen gegessen. 24 Stunden lang. Beide Chairman 10. Beide Seven Figs im Trading. Okay, Jay Aval ist Content Creator von Jason Brown. Kennt ihr diese geilen Bilder, die Jason Brown immer postet auf sein Profil? Die bearbeitet Jay Aval. Okay? Und die Jungs sind nach Paris, sind in Paris gelandet. Wegen der Verspätung in New York konnten sie nicht also den Folgeflug erwischen von Paris nach Stuttgart. Sie hätten da aufgeben können. Sie hätten da sagen können, ey Daniel Bro, es tut mir so leid, wir wären gerne gekommen, aber es geht einfach nicht. Wir haben Flug hatte Verspätung, wir konnten den Flug nicht nehmen. Ich hätte gesagt, keiner hätte ihnen das übel genommen, jeder hätte es verstanden. Sie haben gesagt, how you do anything is how you do everything. Wirklich, Jay Aval, ich war im FaceTime, Jay Aval am Autofahren. How you do anything is how you do everything, bro, we're driving to Germany. Die haben einen Mietwagen genommen. Einen Mietwagen genommen von Paris und sind mit dem Auto von Paris nach Stuttgart gefahren. 7 Stunden. Als Chairman 10. 24 Stunden, keinen richtigen Schlaf, kein richtiges Essen, keinen einzigen Vorteil. Und sie sind angekommen, verspätet, aber das nehmen wir natürlich nicht übel. Leute, sie sind angekommen. Und sobald sie angekommen sind, okay, wussten sie nicht, wo sie nach diesem Event hingehen. Maurice und ich haben sie aufgenommen im Hotel, sie sind gerade von der Garage rausgekommen, Auto geparkt, sind gerade hochgekommen. Okay. Wir haben uns begrüßt und ich habe sie gefragt, was geht bei euch jetzt? Was macht ihr nach dem Event? Erstmal cool, dass ihr da seid und so weiter. Was macht ihr nach dem Event? Keine Ahnung, werden wahrscheinlich nach Frankfurt fahren und so weiter, weil nach Frankfurt nimmt man die besseren Rückflüge wieder zurück nach Amerika. Und Maurice meinte dann, boah, crazy, ich fahre heute auch nach Frankfurt, weil ich am Tag danach ein Event in Frankfurt habe mit der Hussein Yavar Tour zusammen mit Ilya und so weiter und so fort. Und die Jungs, und Maurice meinte dann so, wir haben sogar ein Event dort, ihr könnt vorbeikommen, ihr müsst es nicht machen, so ist eine Opportunity, also eine Geschäftsprise. Wir haben genug Speaker, ihr müsst es nicht machen. Jay Aval und Evan, die haben unterbrochen, haben gesagt, Bro, sign me in. Bro, how can I help? Bro, where can I speak? I can drop something, Bro, I can drop something. Und ich denke mir so, was? Die sind noch nicht mal richtig gelandet in Deutschland, sind gerade 7 Stunden mit dem Auto gefahren zu diesem Event, haben noch nicht mal bei dem Stuttgart-Event gespeakt, auf dem EWAP-Event und sagen schon dem nächsten Event zu, wo sie auch nichts davon haben. Nach diesem ganzen Aufwand, wo sie hätten aufgeben können und einfach sagen können, wir kommen nicht, keiner hätte es ihnen übel genommen. Und dann habe ich Evan Kilbrough, Leute, ich verspreche euch, 1:1, genauso passiert. Ich habe Evan Kilbrough gefragt, are you crazy? What is wrong with you? Ich habe genau das gefragt. Was ist falsch mit euch? Und Evan meinte das, Bro, Daniel, we don't have to do this. We get to do this.
wir müssen, wir dürfen oder wir müssen das nicht machen. Weißt du, wir müssen uns all den ganzen Aufwand nicht machen. Wir dürfen das machen, weil das unsere Passion ist, Menschen zu helfen. Ja, Menschen unseren Mehrwert mitzugeben, Menschen im Trading aufs nächste Level zu bringen. Und das war für mich einer der größten Beweise, was Leadership ist, was ich je gesehen habe. So, du kannst Leadership, du kannst nicht, wisst ihr, es ist eine Sache zu sagen, ja, ich bin Leader, ja, ich bin humble, ja, ich helfe anderen Menschen. Eine andere Sache ist es zu tun. Und wow, so Taten sind viel, viel machtvoller als Worte, oder? Ja, absolut insane. Okay, absolut insane. Deswegen, Leute, lasst mal bitte bei ihren Bildern Danke schreiben und so, dass sie da waren, okay? Wirklich, weil sie haben so wenig Gratitude bekommen, wirklich, ja, weil alle müde waren, Leute waren schon am Quasseln und so weiter und so fort, weil es schon sehr heiß war im Raum, ich kann es nachvollziehen, ist nicht unser Fehler, aber, boah, die Jungs haben eigentlich absolut alles verdient, die haben es verdient, dass, könnt ihr doch euch auch an diese Glühbirnen erinnern, in diesem Mewab-Event, diese richtig geile, schicken Glühbirne, dass es runtergefallen wäre und Erdbeben gewesen wäre, weil alle so laut geschrien haben, das hätten die eigentlich verdient, okay, deswegen mit diesen Worten, Leute, hoffentlich konnte ich euer Leben beeinflussen. Ich würde gerne eine Q&A-Session machen, aber es war so zu viel Mehrwert. Ich muss gleich schon los zum nächsten Call. Ja, wir können gerne irgendwann wieder mal so einen Call machen, wo ich dann eine Q&A-Session mit euch mache. Aber ich hoffe mindestens, dass ich mit diesem Mehrwert euer Leben und euer Erfolg beeinflussen konnte, euer Werdegang. Leute, and as you already know, imagine what one decision can do. It will always be worth it. Ich gebe dir auf jeden Fall das Wort ab. Madi, danke, dass ich hier sein durfte und wir hören uns fern. Yes, danke, danke dir. Wow. Ich weiß, ich habe nicht so viel versprochen. Können wir mal bitte alle unsere Notizen jetzt in die Cam halten, dass sie wirklich mal wissen, wer hat dir alles mitgegeben? Ich hoffe von euch jeden, weil sonst wird es echt teuer für euch. Okay, okay, okay. Crazy, crazy, crazy. Boah, das war so krass. Ich habe wieder so viel. Nico ist immer noch am Scrollen, immer noch am Scrollen. So, es war so krass und ich bin dir übelst dankbar, Daniel, dass du einfach heute dabei warst. Bitte droppt mal. Machen wir es einfach so. Drop mir mal unter 3 Instagram-Bilder einfach ein Dankeschön. Erstmal bei Daniel und bei den 2 Go-Live-Video-Kinder. Ich werde nachher den Namen von den Jungs auch noch in die Gruppe senden. Aber lass mal ein Danke, Danke reinschreiben, weil er hat sich jetzt for real fast eine Stunde die Zeit genommen, uns Value zu droppen, den man meiner Meinung nach so nicht einfach findet. Das heißt, es ist enorm crazy. Schreibt euch bitte noch, schreibt ihm persönlich noch euer größter Punkt, der euch jetzt gerade hängen geblieben ist, was ihr gerade denkt, boah, das muss ich nochmal aufschreiben, schreibt ihn das, weil ich glaube, das Schönste, was man jemandem zurückgeben kann, ist auch, dass man was verändert hat. Also, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ey, ich habe wegen deinem Nugget, habe ich dann umgesetzt und bin ich P1 gegangen, Alter, das ist wie Weihnachten, Geburtstag und alles zusammen, wisst ihr, was ich meine? Das heißt, bitte, bitte, schreib nochmal den Nugget ihm selber auf Instagram und dann am besten schickt ihr eure Ranks rein. Wer weiß, ich wende mal kurz die Aufmerksamkeit.